Das heutige Video braucht eine kurze Einführung. Und ihr seht, ich bin gerade beim Schneiden und habe festgestellt, es ist am geschicktesten, wenn ich euch kurz einen Überblick gebe. Es geht um Retro-Computing. Es geht um Wolfgang. Wolfgang wird uns ein, ja, soll ich schon verraten, eine Vectrex reparieren. Die Reparatur ist am Anfang relativ uncut und es hat den Vorteil, dass wir nebenher angefangen haben, auch insgesamt über Retro-Technik, über Digitaltechnik, 8-Bitter und so weiter zu reden, über die Funktion, was die einzelnen Bauteile bewirken, dann natürlich die Reparatur selber. Und am Ende, da seht ihr dann noch zwei Spiele, die auf dem Ding laufen. Und warum das Teil so ja, außergewöhnlich ist gegenüber den normalen 8-Bit-Spielen, die es damals gab. Also ich möchte euch jetzt nicht so viel verraten, aber das ist eine Technik, die gab es selten. Und die hat tatsächlich so ein leicht spannendes Geschmackerl. Ich denke, wir springen jetzt direkt in den Anfang des Videos in mein etwas chaotisches Setup und einen fliegenden Übergang. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Es wird noch einen zweiten Teil geben, aber dazu dann später. Obwohl, dann ist der Hintergrund ein bisschen leer ausgewaschen. So, Perspektivwechsel. Dann habe ich dich nicht so arg im Bild. So. Ja, gerade das wäre schön. So, Wolfgang, hallo erstmal. Sollen wir so? Ja, okay. Klar. Ist, ja, also hallo erstmal. Ich hatte noch keiner gesehen ganz im Bild, wenn ich mich so richtig erinnere, doch, oder? Meine Frau, schon länger, aber die ist so enttäuscht mittlerweile. Gut, aber im letzten Video haben... Nee, im letzten Video war ich quasi... Nur stückerweise im Bild. Nur das Werkzeug, ja. Und da war das Problem, dass, glaube ich, die Leute haben sich beschwert, dass... Dass sie mich nicht gesehen haben. Nein, dass keiner deine Homepage-URL gefunden hat. Ich habe die jetzt glatt vergessen. Ja. Ich glaube, ich muss noch mal in den Film gucken. Okay, ich verlinke es dann oben nochmal, das alte Video. Vielleicht fällt es uns zwischendurch nochmal ein. Achso, um was es heute gehen soll, das musst du erklären, weil ich kenne mich nicht aus. Ja, also wir unterscheiden uns ja grundlegend. Erstens funktioniert bei mir der Rasierer noch und zweitens bist du ja derjenige, der die neuen Sachen packt und kaputt macht. Ich bin derjenige, der die alten Sachen packt und wieder ganz macht. Das ist eine wüste Unterstellung, das mit dem Rasierer, weil meiner funktioniert. Okay. Ich rasiere mich jeden Tag. Na dann, ich mich nicht. Das ist eine Kunst, das auf der Länge zu kriegen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir kommen vom Thema ab. Achso, ja, das war der Plan. Was hast du da für einen Scheiß mitgebracht? Ja, also ich weiß gar nicht, was man jetzt so auf dem Bild sieht. Man sieht jetzt dich bis zum rechts, bis zu dem Aceton. Perfekt, also das ist die schöne Seite, das ist die hässliche. Egal. Als ich in die Schule ging und im Gymnasium war, da gab es eine Spielekonsole und die war richtig toll. Die hieß damals Vectrex, heißt sie heute auch noch, war von MB und... war die einzige Spielekonsole, die es gab, mit dem eingebauten Monitor. MB, das waren aber die mit dem... Milton Bradley. Aber MB, da kenne ich das Schiffe versenken. Ja, MB, haben die auch gemacht. Das sind die? Das sind die gleichen, ja. Jetzt merke ich schon wieder, was ich alles nicht weiß, okay? Ja, also Vectrex MB steht auch drauf. Staubt aber ein bisschen. Aber die ist ganz authentisch, aus den 80ern. Und noch besonderes als nur besonders an dem Monitor ist, dass es sich hierbei um einen Vektormonitor handelt. Das heißt also, diese Konsole zeichnet keine Pixel, keine einzelnen Pixel im Raster, sondern diese Konsole zeichnet nur die Punkte und die Linien, die man braucht. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil der kleine Prozessor, der da drin ist, der ist viel zu langsam, um ein ganzes Bild aufzubauen und daraus ein Spiel zu machen. Wenn man immer sagt, du musst bloß ein paar Raumschiffe zeichnen auf dem Bildschirm, dann geht es viel schneller und sieht außerdem noch total geil aus. Also beim normalen... Ich sage jetzt mal, normalen Videospiel war es ja so, dass er das Raster von links oben nach rechts unten, genau. Pixel für Pixel. Pixelweise, der gesamte Bildschirminhalt muss in irgendeinem Speicher gespeichert werden. Hier nicht, hier werden bloß die Eckpunkte von den Teilen gespeichert, die auf dem Bildschirm dargestellt werden sollen. Braucht wenig Speicher, geht schnell, flimmert allerdings umso mehr, je mehr Teile auf dem Bildschirm sind. Dafür sind die Kanten dann scharf, soweit ich mich erinnern kann. Die Kanten sind scharf, die Striche sind scharf und die Punkte, die sind richtig schön hell. Und wenn es kaputt ist, dann sind die Punkte eine Zeit lang hell und dann hat man einen schwarzen Punkt auf dem Bildschirm, der dann nie wieder weggeht. Ist er eingebrannt. Dann ist er eingebrannt, genau. Nicht über ein Plasma, sondern einfach ins Phosphor ins von Phosphor. Der Kathodenstrahlröhre. Interessant auch, die Röhre, die da drin ist, ist eine ganz normale TV-Röhre mit einem ganz normalen TV-Hochspannungsgenerator. Bisschen nachleuchtender, aber eigentlich keine Röhre wie im Ostsee mit einer statischen Ablenkung, sondern eine richtige magnetische Ablenkung wie im Fernseher. Das ist dann ein 3:4 Format. Wenn du das sagst. Naja, Fernsehen ist 4:3 und jetzt ist er umgedreht. Keine Ahnung. Okay, wenn du sagst, eine Fernsehröhre, jetzt habe ich... Naja, ich bin nicht sicher, ob doch, es könnte schon eine ganz normale... Also wenn man es umdreht, sieht es aus wie so ein handelsüblicher Fernseher. Also, ja. Na. Gut,
Du wolltest es jetzt einschalten und hast gesagt, ja, wir sollen Feuerlöscher also, schon mal irgendwo hinstellen. Ja, nein, ach, ja, ist egal, ist ja nicht mein Raum. Ja, ja, okay. Das kann ruhig abbrennen. Dafür haben wir das Aceton daneben gestellt. Genau, als Brandbeschleuniger. Nein. Ach so, ich habe gedacht, aber das WD-40 ist zum Löschen. Hatten wir das mit deiner Versicherung schon geklärt oder sollten wir das jetzt hier nicht öffentlich preisgeben? Wahrscheinlich nicht, weil da steht, glaube ich, irgendwas von Vorsatz oder sowas. Ich war es ja dann. Ja, okay, dann war es. Also ist okay, ne? Das ist dann in Ordnung, weil von mir aus ist es dann kein Vorsatz. Und falls es nicht brennt, haben wir noch WD-40 da. Das ist also aus der Spraydose, das kommt richtig gut. Das wäre ein anderes Experiment mal. Also ich würde sagen, bevor wir jetzt noch lange rumlabern, weil, ja. Ja, was ich noch dazu sagen wollte, es gibt viele Besitzer von Vectrexen mittlerweile, die alle irgendwo auf dem Dachboden stehen haben. Im Moment schwappt ja diese Retrowelle, alles was alt ist, ist gut, bis auf alte Diesel. Ich habe gedacht, dass du jetzt zurückschließt auf deine persönliche... Ja, lassen wir das jetzt. Wir sind ja richtig gut, wir sind ja die Besten der Besten der Besten. So. Das haben wir ja schon mehrfach festgestellt. Das ist korrekt. Und kriegen wir auch regelmäßig bestätigt, denke ich mal, auch in den Kommentaren zu diesem Video wieder eindeutig. No pressure, aber wenn es keine netten Kommentare gibt... Gibt es auch keine netten Videos mehr. Genau. Jetzt auf jeden Fall, ganz viele Leute haben das Ding auf dem Dachboden stehen und jetzt, wo die Retrowelle kommt und früher ja eh alles besser war, holt man die Dinger runter und schaltet die ein. Und das zeige ich jetzt einmal. Schalten mal ein, weil... Ich sehe schon wieder, was da alles unter dem Video drunter steht. Jetzt kommt mal zum Punkt. Soll ich inzwischen Pausenmusik machen? Ist ein bisschen primelig. Könnte ja was singen. Ich zoome mal ein bisschen auf der Gerät. Der Gerät? Weil der Gerät ist jetzt interessanter als du. Der Gerät ist jetzt ein Zubehör zu der Vectrex. Ist auch mit dabei. Geht gerne kaputt. Mhm. Kann man auf meiner Webseite auch schauen. Jetzt ist das nochmal. www.wolfganggrobel.de Da war sie wieder. Die kann man reparieren, weil es ein Joystick drin, der wird mit Federn in die Mittelstellung gebracht, der geht halt gerne mal kaputt, die Federn brechen und dann steht man ganz blöd da. Also man selber nicht, aber der Joystick. Ohne Feder steht man blöd da, ja? Genau. Okay. Dann schnallst du zurück. Hat man noch diese vier Lümmel-Buttons hier, da ist unten drunter so eine Gummimatte. Die verdrecken und dann tun sie auch nicht mehr richtig. Aber eigentlich ist das alles ganz stabil. Also ich höre schon die Leute aufstöhnen, schalt den Scheiß mal ein. Ich sag's dir ja bloß ganz vorsichtig. Das ist das, was ganz viele Besitzer einer Vectrex feststellen. Sie schalten ein und es tut sich nichts. Ich will dich jetzt nicht irgendwie niedermachen, aber der Effekt ist nicht so arg imposant. Ja, also das sag mal jemandem, der so ein Ding besitzt und nach 20 Jahren meint, jetzt will er damit spielen. Der findet das total beeindruckend. Wenn es nicht geht. Wenn es nicht geht, weil dann ist nämlich... Blöd. Und jetzt musst du mir nur auf die Sprünge helfen. Warum sitzen wir jetzt da und starren auf einen leeren Monitor? Na, wir starren jetzt auf einen leeren Monitor, weil ich mal zeigen möchte, dass entgegen landläufiger Meinung diese Nichtfunktion der Vectrex nicht daran liegt, dass die Kondensatoren ausgelutscht sind, dass irgendwas kaputt gegangen ist, dass, weiß nicht mal, die Energierechnung nicht bezahlt hat, sondern ganz einfaches Teil, diese Vectrex hängt an einem Trafo, der ist im Gerät verbaut, der Trafo. Wie beim Schneider CPC 464, ich komme vom Thema, aber 464 und 646, da war ja auch im Monitor das Netzteil drin. Ha, jetzt? Du hast mich beschissen, du hast gesagt, es geht nicht. Ich habe gesagt, es geht nicht, wenn man es einschaltet. Okay, darf ich qualifiziert verwirrt sein? Ja, erkläre ich gleich. Also wir sehen, das Spiel läuft... Aber das Spielerlebnis ist halt noch ein bisschen reduziert. Ja, wenn man gut ist, kennt man das schon auswendig. Ja, genau. Okay. Du bestimmt. Selbstverständlich. Ja, der Besten. Auf jeden Fall, der Trafo ist ja in dem Gerät verbaut, hängt immer am Netz. Der wird durch den Schalter, der da unten ist, nicht getrennt. Sondern der hängt wirklich ganz normal über dieses Kabel am Netz. Ist immer dran. Und die beiden Sekundärwicklungen des Trafos... Die haben eine Mittelanzapfung, die geht gegen Masse und die beiden Sekundärwicklungen selber werden über einen zweipoligen Schalter geschalten. Und darf ich raten? Darf ich raten? Der Schalter schaltet bloß noch einen aus. Das ist dieser hier. Ja. Und das Problem an dem Schalter ist, der verharzt sakrisch. Das heißt, nach 10 Jahren sind da innen drin so kleine, zeige ich nachher, sind so kleine Schaltelemente. Die sind auf zwei Achsen angebracht und die sind halt gefettet. Und dieses Fett ist mittlerweile kein Fett mehr, sondern eigentlich nur noch so eine zähflüssige, klebrige Masse. Mhm. Und dann macht man den zwar an, aber die beiden Schaltplättchen bewegen sich nicht mehr. Und dann gibt es unterschiedliche Effekte. Den Effekt, den wir ganz am Anfang gesehen haben, es geht gar nichts. Dann schalten beide Schalter nicht. Mhm. Der Effekt, der jetzt nach einer Weile kam,
Es geht das Spiel, aber man hat kein Bild. Dann schaltet der eine Schalter schon mal und versorgt die Elektronik, die CPU und was halt da so für den Spielablauf nötig ist. Und wenn dann der zweite Schalter auch noch schaltet, dann haben wir sogar ein Bild. Okay, dann kann ich mir jetzt fast denken, was jetzt passiert. Wir werfen das Gerät weg. Kann man machen. Auf meiner Webseite steht übrigens auch die Adresse. Alternativ zum Wegwerfen entnehme ich auch kostenfrei die Entsorgung. Ah, okay. Das war das mit www. Ich habe es vergessen. Ja, ich schreibe es unten in die Videobeschreibung rein, weil da haben ja ein paar das letzte Mal das schon nicht verstanden. Naja, das kann man gar nicht oft genug sagen. Das ist unglaublich, wie. Es ist echt ein Problem. Ja. Das Gedächtnis wird immer schlechter. So. Aber jetzt kommen wir mal zum Punkt. Aber wir machen es auch auf, das Ding, logischerweise, und jetzt, gucken dann rein. Jetzt geht's los. Wirklich? Okay, ja. Gut. Dann. Ja, jetzt fang halt an. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wir sind nicht zum Spaß hier. Moment. Ich stelle ihn mal woanders hin. So. Jetzt kommt der langweilige Teil, oder? Nein, das geht ganz fix. Die Leute glauben immer, das ist so schwierig. Stand übrigens auch länger irgendwo im Keller. Vielen Dank für den Dreck. Noch dazu, gerne. Ich berechne auch nichts dafür. Diese Vectrex hat übrigens auch so kleine Spielmodule. Hier ist zum Beispiel Scramble drauf. Ah, ich kenne auch nur ein Spiel auf dem Dingens. Das ist und ja deswegen, das mit dem Raumschiff, ja, genau. Dem Schießen und so ein bisschen wie Asteroids. Man kann ja, die Werbung kann man ja ruhig machen. Wie ist jetzt das? For Amusement Only, FAO. Ne? Ja, genau. Da hat man, kann man das sehen. Seligenstadt. Da stehen ganz viele von den Automaten, die diese Spiele auch noch können. Genau. Und da habe ich dieses Weltraumballerspiel gesehen. Und das ist genau, was du vorher gesagt hast. Das fällt halt auf dadurch, dass eben diese Kontraste geil sind. Und die Schärfe und die Helligkeit. Aber das sehen wir ja nachher, wenn wir fertig sind mit dem Reparieren. Ist auch gar nicht schwer, aber nur dann, wenn man es kann. Das ist aber immer so. Und jetzt kommt, während du kannst ja schon mal schrauben. Ich schraube mal. Weil irgendwas musst du ja können. Es sind ja bloß 5 Schrauben. Also muss man dazu sagen, erstmal um die aufzukriegen. Man nehme vor allen Dingen einen richtigen Schraubendreher, also hier so diesen Typ für Analintruder. Jetzt guter hast du ihn so weit aus dem Bild bewegt, dass keine Sau mehr sieht. Entschuldigung, hier, da ist ja, ich bin und ja so unprofessionell. Ich will jetzt auch dir nicht zu nahe treten, aber jetzt fallen mir irgendwie spontan wieder die Bilder von den Flaschen ein, die sich die Leute recken. Ja, ich glaube, das soll noch jugendfrei bleiben, das Ganze. Das muss mir ja nicht machen. Ich wollte nur bei der Gelegenheit, weil während du guter schraubst... Ich sag nur, guter Schraubenzieher muss es sein, sonst macht man die Schrauben kaputt und ja, ärgert sich. Ich werde jetzt das Übliche los, dass man als Laie, und das sind natürlich alle außer uns, solche Geräte nicht aufmachen sollte, weil Hochspannung einen potenziell tödlich umbringt. Da steht drauf, nicht die Rückwand entfernen, um elektrische Schläge zu vermeiden. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, stellen Sie das Gerät immer ab und ziehen Sie den Netzstecker heraus. Wir wissen jetzt auch, warum. Ja. Im Gerät sind keine Teile, die vom Benutzer selber gewartet werden können. Könnte sich der Benutzer jetzt daran halten? Der kann sich daran halten, er kann sich auch gerne an mich wenden. Er kann es auch selber machen, dann ist er selber schuld. Okay. Also überlassen Sie jeden Service dem Fachmann. Steht da wortwörtlich drauf? Fachmann, ja, aber jetzt haben wir... Ich habe so recht. Ja, aber damit haben Sie jetzt nicht dich gemeint, so oder? So sieht ein Fachmann aus. Wir werden alle sterben. Wie ich es ja gelernt habe aus einigen letzten Videos, haben wir heute keinen Autofokus. Und deswegen ist es entweder durchgängig scharf oder unscharf. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Also lass mich raten, was es durchgängig sein wird bei deinem Profi-Equipment. Ja, scharf natürlich. Ach so, ja, dachte ich mir. Weil ich habe nämlich da, ich habe hier ein Preview, wo man die scharfen Punkte sieht. Das ist total hilfreich, wenn man jemanden noch hat, Personal, das die Kamera führt. Also ich wollte bloß noch sagen, Hochspannung da drin, die ist tatsächlich nicht so arg witzig. Zeige ich gleich, wo sie herkommt. 10 oder 20 kV, ich weiß gerade gar nicht mehr. Und bei Schwarz-Weiß sind es, glaube ich, so um die 14 kV. Okay, also da kann man auch einige Zeit nach dem Ausstecken noch jesusmäßig eine geballert kriegen. Sagen wir es mal so, die meisten Verletzungen durch Hochspannung in Fernsehgeräten entstehen dadurch, dass man vor lauter Schreck mit dem Kopf gegen die Wand oder gegen den Stuhl oder gegen den Tisch knallt. Das ist gut hier, weil jetzt hier die Decke, ich zeige das mal geschwind, etwas tief liegend ist. Ich werde aufpassen. Ja, okay. Ansonsten kannst du durchs Dachbodenfenster gerne dann... What the fuck? Bitte die Wortwahl beachten, weil das sowas sagen wir hier nicht, sondern wir sagen hier bloß Scheißdreck. Und ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht einmal Profi genug bin, um Schrauben rauszudrehen. Vielleicht sollte ich mir das deswegen im Job nochmal überlegen. Habe ich versucht, diese Peinlichkeit durch Gelaber etwas zu so, überdecken. So, jetzt! Wir lenken vom Thema ab. Ja, aber das können wir beide gut. Moment, ich wackel mir hier mal einen ab. Ich stelle das mal so hin, dass du... Ja, Hochkant ist super. So, geht es? Ich lasse es gelten. Also ich habe jetzt deine Bratzen bloß stückerweise im Bild. Aber das passt schon. So. So. Also, kommen wir mal zu den Komponenten. Darf ich sagen, dass das Ding dreckig ist?
Das ist noch eins von den saubereren. Auf dieser ominösen Webseite, da ist noch ein Bild in der neuesten Vectrex-Reparatur. Ich mache da mal die Berichte rein, findet man unter dem Reiter Vectrex. Das hätte ja keiner geglaubt. Das ist hilfreich, sowas zu sehen. Die sehen noch viel schlimmer aus. Also das ist quasi ein sauberes Modell. Da bringe ich dich jetzt einfach mal ab. Das ist das berühmte Anodenkabel, oder? Das ist das Anodenkabel, genau, mit dem, dieses hier. Mit dem hier, scheiße hier. Viel Spannung, weil Beschleunigungsspannung, weil hinten kommen die Elektronen raus und die werden beschleunigt. Ich stehle jetzt die Show. Die werden dann beschleunigt und dann werden sie schneller, das ist der Sinn beim Beschleunigen. Ich finde es gut, wenn du die Sachen erzählst, die du wenigstens auch noch weißt. Sind ja nicht so viele. Ist nicht viel, aber sonst sagen wieder die Leute, dass sie eigentlich mein blödes Gelaber hören wollen und dein deppertes das vielleicht nicht die ganze Zeit. Aber dann mach mal du weiter. Wir mischen das bunt. Kann man hier auch abmachen. Man kann die auch entladen, wenn man das möchte. Mit dem Schraubenzieher gegen Masse. Schraubenzieher gegen Masse, also so eine Krokoklemme gegen den Schraubenzieher und dann hier mit dem Schraubenzieher drunter pöbeln. Da macht es irgendwie zapp oder auch nicht, je nachdem, wie weit es schon entladen ist. Ist alles nicht so tödlich, wie man glaubt. Aber man muss nicht hinfassen, weil... Man spürt es. Man spürt es, es tut weh, es ist nicht schön. Alle, die an Fernsehen gebastelt haben, sagen, sie sind da mal aus Versehen drangekommen und alle sagen, man hätte es sehr deutlich gespürt. Und das, da ist dann die Hochspannungskaskade und Blubber drin, oder? Kaskade hat er nicht. Der hat nur einen Trafo. Der braucht ja nicht so viel wie ein Farbfernseher. Ah, okay. Die brauchen dann... Das ist bloß ein Diodensplit-Trafo. Das ist hier die Hochspannungseinheit. Das sind die Kondensatoren vom Netzteil für die 5 Volt und 12 Volt. Das ist der besagte Trafo, der immer am Netz hängt. Da hinten ist der Lautsprecher von der Kiste. Das ist die Stromversorgung fürs Motherboard. Ich mach da mal ein bisschen größer, weil... CPU. Die Kunden zahlen ja auch fürs Bild. So, genau. Das ist extrem wichtig hier. Das ist nämlich das XY- und Intensity-Signal für die... fürs Bild. Wenn man hier einen Wackelkontakt hat, dann äußert sich das manchmal dadurch, dass es berührungsempfindlich nur noch einen horizontalen Strich gibt oder nur noch einen vertikalen oder keine Helligkeit mehr. Oder so. Also der steuert direkt den Strahl. Ne? X-Ablenkung, Y-Ablenkung und die Helligkeit. Wenn man das jetzt abzieht, dann ist eine Schutzbeschaltung drin, die erkennt, dass sich nichts mehr bewegt und dann dreht sie den Kathodenstrom runter. Das wäre jetzt die Denkaufgabe gewesen, weil sonst bleibt der Punkt in der Mitte von der Bildröhre stehen und macht ein Loch, ein. Bis auf der anderen Seite wieder rauskommt und dann den Benutzer... Nee, das war jetzt ein Witz. aber theoretisch, jetzt mal ohne Pflanz, da könnte man ja eigentlich ein Ostsee mit im XY-Modus anschließen, wenn es noch einen Z-Eingang hätte, weil Z war noch die mit Die analogen Ostsees haben alle Z-Eingang. Ich weiß gar nicht, ob man Hamek das hat, aber theoretisch wäre jetzt das nicht so ganz aus der Welt. Kann man direkt hier anschließen. Geil. Das war halt nur Technik, gell? Ja, das Interessante ist halt auch, dass das ja hier eine magnetische Ablenkung ist und keine statische, keine elektrostatische. Deswegen ist hier hinten auch, sieht man vielleicht mal hier so, wenn man hier so reinschaut, dieser Kühlkörper. Moment, jetzt hat ich, dieser Alu-Kühlkörper. Und darunter sitzt ein Verstärker, der die Ablenkspulen bedient. Okay. Und das Interessante an der Sache ist, das Ding hat ja billig sein müssen. Also hat man einen ganz normalen Audioverstärker genommen, der also bis 20 Kilohertz kann und natürlich auch noch ein bisschen drüber hinaus. Ja. Deswegen musste man aber die Spiele langsamer und weniger aufwendig machen wie in der Spielhölle an den Automaten, weil die waren natürlich viel schneller und viel schärfer und mit viel mehr Elementen. Und der muss halt damit leben, dass er nur diese 20 Kilohertz kann. Und die Professionellen hatten aber auch magnetische Ablenkung. Die Professionellen haben auch magnetische Ablenkung, aber natürlich einen Hochleistungsverstärker, der dann auch mal die 100 Kilohertz kann. Okay, ich kriege noch aus der Schulphysik zusammen. Komme ich da ins Bild? Ja, genau. Weil da gibt es ja die UVW-Regel, Ursache, Vermittlung, Wirkung. Und jetzt können wir uns immer streiten, ob man in Elektronen oder technische Stromrichtung gehen. Ja, genau. Aber also quasi die Elektronen sind Ursache, Vermittlung ist das Magnetfeld und Wirkung ist dann die Ablenkbewegung. Genau. Bloß das ist beim Magnetfeld ein bisschen deppert gegenüber der elektrostatischen. Und jetzt verlässt mich meine Mathematik. Also beim Ostsee hat man ja, zwei Platten. Man hat zwei horizontale Platten für die horizontale Ablenkung und zwei vertikale Platten für die vertikale Ablenkung. Genau. Die werden nur statisch mit Spannung belegt. Das reicht den Elektronen schon. Hier hat man zwei Spulenpaare. Man sieht es hier an diesem Spulenpaar. Das ist quasi so eine Spule, die hat nur so eine komische Form, damit sie auf die Bildröhre passt. Auf der Rückseite ist genau die gleiche. Die macht ein Magnetfeld, was so steht und lenkt damit den Strahl nach oben und nach unten ab. Diese anderen Spulen hier, die hier draufgewickelt sind, das ist so ein Ringferrit, der macht ein anderes Magnetfeld, das geht dann in die andere Richtung. Ja, da müsst ihr jetzt überlegen. Also ich weiß noch, beim Ostsee war der Vorteil, dass es dann auf jeden Fall linear ist. Also ja, das Spannung ist ja, und Auslenkung diese ist linear. Magnetische Ablenkung ist total unlinear. Ja, dann war da das Problem. Weil sich ja auch diese Spulen quasi gegen den Strom wehren.
Und wenn man dann so einen schnellen Wechsel hat, beim Zeilenrücklauf zum Beispiel, führt es dazu, dass man hier an den Ablenkbereichen dann mehrere hundert Volt Rücklaufspannung hat, die man erstmal vernichten muss. Also es ist nicht so ganz trivial. Okay, dann muss die Energie aus der Spule muss weg die und muss weg. Schnell weg. Während schnell aus dem weg, Kondensator muss jetzt zwar auch weg, aber anscheinend kriegt man das nicht viel geladen. Okay, jetzt haben wir wieder was gern. Sind wir fertig für heute? Ja, fast. So, jetzt wollen wir an den Schalter rankommen. Ach. Der Schalter ist ja kaputt. Man sollte immer die Teile wechseln, die kaputt sind. Nein. Das ist Aberglaube. So, man sollte immer die Sachen wechseln, die am einfachsten zum Erreichen sind. Also ich hatte schon Kunden, die haben alles gewechselt, nur nicht das, was kaputt war. Und dabei haben sie noch das kaputt gemacht, was vorher auch nicht kaputt war. Wir machen das jetzt mal anders. Wir machen das zielstrebig. Wir wechseln nur das, was kaputt ist. Okay, also dann will ich dich gar nicht weiter unterbrechen. Diesen Schalter. Das ist ein kombinierter Lautstärkeregler. Schalter. Ich glaube, wir haben das System jetzt verstanden. Knopf kann man ziehen. Problemlos. Ganz einfach. Das ist wie bei der Vorlesung, wie ohne größere Rechenschritte sofort für jeden zu erkennen ist. Genau. Ja. Okay. Jetzt bewegt das aus dem Bild raus. Ich kriege die Krise. So. Ja, jetzt stell dich da nicht so an. Jetzt kommen wir mal zum ersten Punkt. Wir müssen jetzt mal hier diese CPU-Platine separieren. Das Schöne ist, das meiste ist gesteckt. Und die Stecker sind nicht verwechselbar. Spannungsversorgung. Challenge accepted. Ablenkung. Ein bisschen der Ablenkung wäre jetzt mal gar nicht schlecht. Audio. Bevor wir jetzt noch länger deinen Kopf im Bild sehen, Moment. Entschuldigung. So, jetzt passt schon. Ich bin ja dynamisch. So. Jung, dynamisch und erfolglos. Und dann geht es schon wieder nicht raus. Ist ja blöd, gell? Da fällt mir ein. Sieht man das jetzt hier? Wenn ich drauf zoome, sieht man da so einiges. Dann haben wir ein Erdungsband. Ui. Beziehungsweise eine Masseverbindung. In diesem Fall ist es eine. Ja, aber ich glaube, wir verstehen Erdungsband auch. Masseverbindung, die CPU-Platine mit der Stromversorgung und Ablenkplatine verbindet. Mal schauen, was dieser China-Böller-Lötkolben hier so bringt. Der China-Böller-Lötkolben ist ein Hakko-Lötkolben. Einige Leute haben jetzt gelacht, weil das sind eigentlich die Guten. Ach so. Ja. Hallo? Naja gut, wusste ja keiner, dass du hier 10 Quadratmillimeter Lötungen machen willst. Das ist bei der Vectrex übrigens das große Problem. Es ist eine durchkontaktierte Platine von schlechter Qualität mit riesengroßen Masseflächen. Schön. Ich hatte mal einen, der wollte unbedingt alle Kondensatoren auf dieser Vectrex wechseln. Das sind hier doch bestimmt so 20 Stück. Und davon sehr große, wie man hier jetzt, sieht man das auf dem Bild? Ja, sieht man. Diese hier zum Beispiel. Das sind ja diese fetten Klopper. Ja. Ja, sind die denn überhaupt? Die sind durchkontaktiert und haben auf der Rückseite durchgehende Masse und Plusflächen. Ach, die haben sich beidseitig angelötet. Ja, natürlich. Schön. Und derjenige, der es wechseln wollte, hat es geschafft, alle Durchkontaktierungen rauszureißen. Und da ist natürlich dann der Ersatz mit neuen Elkos schwierig, weil man die dann händisch oben und unten festlöten muss. Und einen Becher Elko zwischen Platine und Elko festzulöten, ist schon schwierig. Kommt man nämlich nicht an Pin ran. Also habe ich den auf Stelzen gesetzt. Ich wollte gerade sagen, es gab diese Durchkontaktier... Nieten. Ja, oder EC-Fassungen, wo man oben und unten... und Hatte ich nicht. Macht keinen Spaß. Leider. Die Frage ist aber überhaupt, ob die Elkos fertig sind. Weil sind sie nicht. Die sind so groß. Ist nämlich ein Aberglaube, weil ich glaube, in den 80er, 90ern war diese Riesencharge an Elkos, die man nicht im Griff hatte. So hat es uns irgendein Distributor mal erklärt. Und das ist wohl nicht mehr ganz so schlimm wie halt... Ja, die Lösung des Problems liegt hier schon darin, dass es dem Netzteil völlig scheißegal ist, ob das jetzt 10.000 Mikrofarad oder nur noch 5.000 Mikrofarad sind. Das Ding läuft trotzdem. Das passiert trotzdem, das ist klar. Aber die Zeiten, wo die dann hochgegangen sind, weil ich weiß nicht mehr, was die für ein Fabrikationsproblem hatten. Tantals sind immer gerne hochgegangen. Ja, Tantals, die gehen gerne hoch. Aber die normalen Elkos hatten irgendein Problem und dann werden sie trocken. Dann ja, wenn sie steigt trocken der sind, ESR, dann steigt der ESR und dann werden sie warm. Und dann werden sie warm und dann gehen sie irgendwann hoch. Und bei den Mainboards, gut, das sind aber die Anforderungen auch ganz anders. Bei Mainboards sind ja die Stoßströme gigantisch, die durch die Dinger durchgejagt werden. Die haben da irgendwie 1 Volt und ich weiß nicht, 100 Ampere oder irgend so ein Spaß. Und jetzt habe ich auch die 3 Anschlüsse vom Trafo. Und du weißt nachher, wie rum die reingehören. Ja, rot ist rot. Aber es sind, jetzt lass mich korrigieren, es sind 2 rote. Ja, genau. Also du musst den blauen durchzwicken. Die Windungen sind gleich, wolltest du mir damit sagen. Ja, sind 2 völlig symmetrische Spulenpaare. Und der weiße ist, na? Ich komme nicht drauf, kannst du mir helfen? Die Mittelanzapfung. Ah! Ja. Ach, Fachkräftemangel. So, also, jetzt haben wir mal
hoffentlich alle Kabel entfernt. Ich fasse zusammen, wir wollen den Schalter wechseln und löten gerade die Platine aus. Genau. Oh. Stunden später. Ja. Das Baseboard ist im Gehäuse festgeschraubt mitsamt Trafo. Ist aber auch keine... Wir müssen jetzt nach vorne. Ich versuche mal zu erklären, was wir jetzt eigentlich tun. Also, wir wollen an den Schalter ran. Ist schon klar, aber wir kommen gerade nicht dran, weil da das ganze Gelumpe davor ist. Genau. Der Schalter ist übrigens hier, sieht man. Hilfreich. Was ich schon gemacht habe, ich habe schon versucht, den Schalter in dieser Einbauposition... Warte mal, kannst weiterreden, aber ich versuche dich mal ein bisschen... Ich habe schon mal versucht, den Schalter in dieser Einbauposition zu reparieren. Kommt man auch ran, wird aber irre. Der Schalter oder man selber? Der Schalter ist irre, man selber ist es dann auch. Ich zeige dann nachher noch, was an diesem Schalter so gemein und fies ist. Okay, dann machen Sie mal weiter. Der Trafo hat auch so ganz dicke Schrauben. Sind insgesamt 5, wenn ich mich recht entsinne. Lange, kurze, irgendwann hat man raus, welche wo reingehört. Ich habe mich schon gewundert, weil du hast die einfach so daneben gelegt. Da hätte ich jetzt schon wieder angefangen, die in Döschen in der richtigen Reihenfolge abzulegen. Das unterscheidet halt den Experten von einem Profi. Weißt du, du musst mir meine Unzulänglichkeiten ja nicht alle 10 Minuten vorwerfen. Das ist nämlich, wie war das Wort? Gemein. Glaube ich, gemein war es. Ich habe gedacht, bevor ich jetzt alle 10 Minuten meine Webseite sage, könnte ich dich alle 10 Minuten beleidigen. Jetzt ist das auch nicht gut. Also ich weiß nicht, alle 10 Minuten www.wolfgangrobel.de, das ist wahrscheinlich fast genauso schlimm, ja. Wir versuchen jetzt die Zeit zu überbrücken, dieses langsame Schrauben. Das ist übrigens eine kurze Schraube. Also es gibt nur lange und kurze hier in diesem Fall. Das ist immer blöd, wenn man einen kurzen hat. Das ist im Leben immer so, ja. So. Ui. Ach ja, genau, da war noch ein Stecker. Das war nämlich der Lautsprecheranschluss. Vergesse ich immer. So. Wie viel hast du von den Dingern schon? So knapp 10 bis 12 Stück. Okay, weil man merkt eine gewisse Routine. Ich stehe es ja ungern ein, aber die kann man ja fast nicht leugnen. Das ist das Baseboard, das Motherboard. Motherboard klingt besser. Motherboard. Hier haben wir einen 6522 für Freunde des alten Apple IIc und diverser Junior-Computer-Klons, KIM-1, AIM-65. 6522? Ist die VIA aus der 65er-Reihe, der Versatile Interface Adapter. Okay, wir sind wieder zu schnell. 6510 ist der Prozessor oder 6502? 6502 ist der richtige Prozessor. 6510 ist der Krüppel, den man im C64 eingebaut hat. Das echt, ist der 10? Der hatte 10? Nie einen C64. Der 10 ist der schlechtere als der 6502? Ich glaube, der hat so einen reduzierten Adressbus oder sowas. Also das hätte ich jetzt mal so im Raum stehen lassen. Ich hätte gedacht, es wäre andersrum. Faktencheck! Ja, aber ich bin zu faul, jetzt zu googeln, weil das ist wieder mein Wissen. Ich weiß, dass der 6502 in der Floppy zum C64 drin ist und der 6510 im C64. Es kann trotzdem sein, dass... Das ist jetzt eine sehr interessante Frage, die möchte ich an unser Rateteam weitergeben. Aber ich glaube, die sind code-kompatibel. Also eigentlich das ist auf jeden Fall. Okay, also und die 6520 ist irgendein IO-Gebimsel. 6522 ist ein VIA, ein Versatile Interface Adapter. 6532 ist eine PIO, beziehungsweise Input, eigentlich eine RIOT, nämlich RAM-IO-Timer. Das kenne ich jetzt nicht. Ich kenne nur noch CIA gab es noch. Central Input Scheiße, es hieß CIA, aber frag mich nicht, wie man auf das A kommt. Muss die Amis fragen. Weil Output ist... Output. Output ist... Okay, ja, Moment. Weiter im Text. Moment, kurz im Text. Ich muss mal jetzt, weil jetzt haben wir eine halbe Stunde und da muss ich jetzt die Aufnahme stoppen und starten. Ja. Das merkt aber keiner, weil ich die einfach ineinander übergehen lasse. So. Hervorragend. Dann kommen wir noch zu ein paar mehr Teilen, die hier noch drauf sind. Drahtbrücken, ja. Die haben wahrscheinlich irgendwann nach dem Design festgestellt, dass die Masseflächen nicht reichen und die Plusflächen und dass das alles nicht so gut versorgt wird. Und da haben sie das nochmal nachgestrippt. Ist nicht professionell, aber es funktioniert. Ist aber schon ab Herstellung so. Das ist der Hauptrechner, der hier drauf ist. 68A09. Ich könnte es auch so hindrehen, dass man es lesen kann. Boah, man merkt schon, du hast schon Erfahrung. Ja, gell? So, jetzt alle. Also das ist der 68A09, das ist der Hauptrechner, die CPU. Das hier ist das ROM, in dem das Grundprogramm in der Vectrex abgespeichert ist, auch mit diesem einen Spiel, was von vornherein drin ist. Mhm. Das hier sind zwei 2114. 2114 waren das RAM? Das sind RAMs, 1K mal 4. Und weil es ein 8-Bit-Prozessor ist, brauchen wir immer 2. Okay, weil ich kenne nur noch die 6164 oder was waren die S-RAM? 6116. Okay, dann war das die SRAM 2K mal 8. Genau.
Weil 16 sind dann die 64 wären 8K mal 8, also 64 sind die Kilobits dann. Das ist 1K mal 4, das sind statische RAMs. Das sind statische, okay, ja, ja. Wieder was gelernt, das wusste jetzt einfach nicht, nur nicht einmal ich reinschreiben, glücklich sein. Das ist schön. Also dynamische RAMs brauchen einen regelmäßigen Refresh, damit die Zellen nicht ihren Inhalt da verbimseln. Das ist einfach bloß ein Kondensator, der sich langsam entlädt und wenn man ihn nicht wieder regelmäßig auflädt, dann ist er leer. Und das kostet Rechenzeit, dafür ist es billiger, weil die SRAMs haben vier Transistoren und die DRAMs in der Größenordnung. Ja, ja. Spart man sich auf jeden Fall. Die DRAMs im Computer werden nur DRAMs verbaut. Jetzt, heutzutage, Caches sind meistens in SRAMs. So, das war jetzt wieder so ein kleiner Ausflug. Der Apple IIc ist übrigens völlig ohne statische RAMs ausgekommen. Der hatte auch nur dynamische, weil der nämlich den Bildschirmspeicher gleichzeitig in den DRAMs bedient hat. Also die Informationen für den Bildschirm standen in den RAMs und mussten deswegen sowieso zyklisch andauernd ausgelesen werden. Das heißt, das Refreshen von den DRAMs war beim Apple gleichzeitig not a bug, but a feature. Beim C64 sind es auch DRAMs. Ich wusste den Mechanismus jetzt da in dem Fall nicht, aber wahrscheinlich ist es ähnlich. Das hier ist ein AY3-8912. Kennt keine Sau? Doch, alle, die mit Arcade zu tun haben. Okay. Ein damals extrem beliebter Soundchip. Okay. Konnte drei Soundausgänge machen mit Hüllkurven, Rauschgenerator und allem möglichen Gedöns. Das war beim C64 der SID, Sound Interface Device. Sowas in der Richtung. Also nicht der von Ice Age? Ja, genau. Den sie immer vergessen haben. Und ansonsten gibt es eigentlich kaum was Interessantes, außer dass hier noch irgendwo ein Digital-Analog-Wandler drauf ist. Wahrscheinlich hier hinten irgendwo einer von denen. Na, ja, lassen wir es einfach mal gelten. Weiß ich jetzt nicht auswendig, wo der hockt. Ist egal. Tut eh. Ja, und das ist eigentlich das Rechenzentrum der Vectrex. Aber nichtsdestotrotz wollen wir damit ja gar nichts anfangen. Nö. Sondern wir wollen ja nur an den Schalter ran. Jetzt haben wir alle Sachen gelernt, die keinen Menschen jemals interessieren werden. Also wir haben gerade festgestellt, manchmal ist es nicht gut, wenn man immer den größten hat. Wenn der nämlich nicht reinpasst, ist das sehr unbefriedigend. Deswegen habe ich hier mal einen etwas kleineren Kreuzschlitzschraubenzieher besorgt. Weil diese Schrauben auf der Platine sind eben ganz kleine. Und die muss man lösen, um das Motherboard zu entfernen. Eins. Zwei oder drei. Ja. Genau, drei Schrauben sind frei. Drei Schrauben sind frei. Okay. Wenn ich jetzt Plopp mache, musst du fertig sein. Das findet jetzt wieder keiner witzig. Die meisten kennen das doch gar nicht mehr. Das ist ja so retro. Aber manchmal Michael Schanze. Genau. Und das war damals in der Schule immer das Wichtigste, ob man diesen Plopp konnte. Du bist so ein Angeber. Ich konnte mich nicht. Noch was. Aber später haben sie es ja geändert. Wie sagen die dann? Letzte Chance vorbei oder irgend so ein Quatsch. Ach, früher war einfach alles früher besser. Früher war alles besser. Und aus Holz. That's what she said. So, das übrigens darf man nachher beim Zusammenbauen nicht wieder vergessen, noch die Abdeckung für den Cartridge-Kasten hier. So, jetzt stellt man fest, scheiße, das geht ja immer noch nicht raus. Ist ja blöd. Tja, da hängt noch was dran. Nämlich ein Reset-Taster. Boah, den haben sie aber auch professionell in das ganze Ding da reingehängt. Pragmatisch, Hauptsache es passt. Und geht ja immer noch nicht. Klar. Weil nämlich dieser besagte Schalter auch noch verschraubt ist. Und der komische Siegellack ist wohl nicht so arg haltend. Der tut mir jetzt nicht weh. Aua, doch. Der tut mir nicht weh. Au, 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 au. Übrigens auch ein Profi-Hinweis. Sechskantmuttern immer mit einer scheiß Zange öffnen, weil dann gehen die so schön kaputt. Moment. Nur Amateure benutzen einen Schraubenschlüssel. Und die Profis sind dann nämlich so deutlich schneller fertig. Das ist richtig. Bis ich jetzt meinen richtigen Schraubenschlüssel finde, bist du fertig. So, ich hab's, danke. Aber mir wäre jetzt gerade ganz spontan eingefallen. Nett, dass du gesucht hast. Okay, damit können wir es ja nachher wieder festschrauben. So. Jetzt! Hätte man kaum gedacht. Ne? Das Schöne ist, wenn man bloß Assistent ist, das ist so entspannend. Ja. Und wenn man nichts macht, macht man auch weniger kaputt. Das ist eine große Wahrheit, die du sehr gelassen ausgesprochen hast. Das fasst quasi unser Leben zusammen. Sieht man das noch? Moment, wenn ich ein bisschen rauszumme, jetzt sieht man alle deine Bratzen und die Platine. Super. Stellt man fest, man ist immer noch nicht am Ziel, weil das blöde Ding eingelötet ist. Ach so, der da ist hey.
Oder was? Der ist hin. Das ist der Schalter. Ja, ja, okay. Und gleichzeitig das Poti von der Lautstärke. Ich habe nicht aufgepasst, was du vorher gesagt hast. Ja, ne, ich bin es gewohnt, dass mir keiner zuhört. Ja. So, jetzt habe ich noch was vorbereitet, was auch in jedem guten Haushalt zu finden ist. Und zwar gibt es dieses hier. Das ist jetzt gerade noch so. ProVic. Es hilft nicht gegen Husten. Ich wollte gerade fragen, oder ist der Hersteller ist John, heißt John, oder? John Wick. John Wick, genau. Und nachts ist der dann ein Wick Medi-Night. Ah, das ist auch scheiße, jetzt habe ich wieder Werbung draus gemacht. Das ist ein Kupfergeflecht, getränkt mit Flussmittel. Kann man sehr gut dafür verwenden, um überflüssiges Lötzinn zu beseitigen. Vielleicht gibt es auch was bei unseren Filmen, um überflüssigen Blödsinn zu beseitigen, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, da braucht man Alkohol. Also Entlötsauglitze eigentlich, hätte ich jetzt dazu gesagt. Aber gut, okay. Entlötlitze, so rum. Das Schöne ist, bei dem Zeug, wenn man nicht aufpasst, dann bratzelt es einem die Finger weg, weil das Zeug thermisch auch eine gewisse Leitfähigkeit hat. Ist ja Kupfer. Aber wieder unterscheidet sich da der Profi vom Experten. Der Profi vom Experten, jetzt bin ich aber gespannt, weil Experte bin ich. Ja, Profis verbrennen sich nicht die Finger. Du würdest es auch jetzt eh nicht mehr zugeben. Die Brandsalbe liegt ja hinten schon. Ich könnte das Dachfenster aufmachen, aber dann regnet es. Nein. Tipp fürs nächste Mal, Lötdampfabsauger kaufen. Das bisschen, was du da heute rumlötest, das werden wir beide wahrscheinlich einigermaßen überleben. Ja, aber ich mache das ja dauernd. Ja, aber du hast ja auch einen Lötdampfabsauger hoffentlich. Ja, habe ich. Gut, also dann. Ich könnte bei dir ja ein bisschen blasen. Ach, lass gut sein. Wie war das mit der jugendfreien Sendung? Ja, dann halt nicht. Aber es war eigentlich alles völlig in Ordnung. Ich meinte ja nur den Rauch da weg. Ja, genau. Pusten. Klar. So. Wenn wir jetzt Glück haben. Und wenn ich schneiden wir? Alles gut. I am so begeistert. So, das ist der Übeltäter. I'm so excited. I just can't Von hide it. Und Lab Inc. List. Was für Ding? Steht drauf. Achso, okay. Okay, und jetzt wirst du das Ding aufmachen und das Hartz IV entfernen. Genau, Hartz IV, ja. Wir sehen, wenn an dem Poti was ist, da ist ein Loch, da könnte man also so Reiniger oder sowas reinsprühen. Mhm. Sehr praktisch. Wenn an dem Schalter was hin ist, da ist kein Loch. Dann Joa gelötet. Hast du es jetzt mit dem Licht? Ja, also ich bin jetzt so semi-zufrieden, aber ich wollte jetzt noch das... So, jetzt habe ich es auch schön zentriert. Habe ich dich rein zentriert. Jetzt beginnt, zentrieren wir mal eine. Jetzt beginnt der interessante Teil, nämlich das, was man nicht machen sollte, wenn man nervös ist, keine Zeit hat, schlechte Laune, gereizt, zittrig. Ich kann für das alles sorgen. Ich bin da schon. Ich bin eigentlich immer ein sehr ruhiger Typ. Nein, ich meine, für das gereizt kann ich durchaus sorgen. Ja, das ist kein Problem. Der Schalter hat 3 Laschen. Die kann man mit einem kleinen Flachschraubendreher und einer Zange ganz elegant aufbiegen. Das sollte man aber nur machen, wenn man mit den Konsequenzen leben möchte. Dass einem der ganze Spaß dann wahrscheinlich mit Federn und Teer entgeht. Bing! So. Duck, plink, doink. So, ist es jetzt zentriert? Nein. Nein, falsche Richtung. Aber du hättest es lassen können. Ich hätte nach. Ja. Mach doch mal. Jetzt ein bisschen tiefer. Tief. Sehr schön, sehr schön. Jetzt bist du scharf und zentriert, solange du in der Fokusebene bleibst. Also, wir sehen hier die Kontaktelemente dieses Schalters. Und diese beiden Kontakte werden hin und her bewegt beim Schalten. Und die laufen hier auf so einer Achse und sind ein bisschen geschmiert und sind schwergängig wie Sau. Mhm. Das ist auch ein toller Murks. Das ist ein toller Murks, ja. Und ich stelle gerade fest, da fehlt noch ein Teil. Wo ist es denn? Ah, ja, das ist da ist es. Das ist die Überraschung. Das ist nämlich der Plastikpinöbel, der das Ding dann hin und her bewegen soll. Da bewegt sich dann ein Stift und entweder ach du Schande. Ausgeschaltet, okay. Klack, eingeschaltet. Mhm. Und jetzt ist. Und das ist Dreck. Nur die Reibung zu groß, um den... Die Reibung ist viel zu groß, das Ding, das bewegt sich ja kaum noch, nur mit Gewalt. Und dann kommt noch, schon sieht man das hier so? Moment, nee, ich mach dich mal breiter. So. Ja, ganz trickreich.
diese Feder hier. Mhm. Dieses Element ist eigentlich der Schnappmechanismus, den man von dem Schalter kennt, wo man dann klack, wo es dann klack macht und dann schnappt es um und dann macht man wieder zurück, dann macht es wieder klack, schnappt es wieder hin. Das macht diese Feder und diese Mechanik. Klack, 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 klack. Okay. Die und funktioniert ja wenigstens die noch. Funktioniert die könnte jetzt immer auch noch gebrochen sein. Ja, wenn das gebrochen ist, kannst du das Ding wegschmeißen und dann schließt man hinten die Kontakte einfach kurz und dann ist das Ding halt immer an. Mhm. Aber das funktioniert alles. Das geht eigentlich nie kaputt hier. Die Feder ist sehr stabil. Wenn man das Ding wieder einbauen will, muss man das in die gespannte Position bringen. Also, ups, so. Für den, der es nachbauen will. Mhm. Anders geht es nicht rein. So. Der erste Schritt ist, wir machen diese Achsen wieder leichtgängig. Mhm. Das kann man ganz einfach. Ich habe da mal was vorbereitet. Wie in jeder guten Kochsendung. Aceton. Die einzige sinnvolle Verwendung für Ohrstäbchen, Reparaturen. Gab es da nicht auch so von irgendeinem deutschen Dichter Aceton, das ist der Retter in der Not oder so? Ja, das war dann aber, glaube ich, die härtere Variante nach dem durchzechten Abend. Ah, okay, ich bringe das manchmal durcheinander. Ordentlich einsiffen. That's what she said. Und immer schön hin und her. Irgendwie driftet das hier ab. Ja, die Technik macht's. Ja, ja. Muss auch gar nicht groß sein. Ach, du machst das schön. Ja, ja, das ist. Da habe ich Übung drin. So, wenn man das jetzt mal anschaut, dann kann man das Ding mit der Pinzette ganz leicht hin und her nuddeln. Dann gibt es noch dieses Allheilmittel für alle Krankheiten. WD-40 beseitigt Quietschen, auch bei Insekten. Wobei sich die Fachleute ja streiten, ob WD-40 ist ja eigentlich eher ein Reinigungsmittel als ein Schmiermittel. Ja, es verdrängt Wasser, aber das ist doch mir egal. Ja, passt schon. Schmiermittel, war das nicht was für Politiker? Dann könnte man es ja nachher von Steuer absetzen, oder? War das, früher durfte man doch Bestechung von der Steuer ja, absetzen. Ja, genau. Das ist blöd, weil mir will nie einer bestechen oder schmieren. Das ist ganz komisch. Nee, nee. Hashtag me too, please. Me three. Man sieht jetzt, das lümmelt schon richtig rum. So muss es sein. Der Lümmel muss richtig leichtgängig gehen. So, jetzt beginnt das, nimmt das Drama seinen Lauf. Es geht der ganze Spaß wieder rückwärts auch los. Auch eine Zeile aus einem Lied. Da bin ich jetzt überfragt. MFG, glaube ich, von den Fanta 4. Ah, okay. Also. Man setzt dieses Schalterteil wieder so ein. Man sieht, dass hier außen zwei so runde Nuten sind, die dafür sorgen, dass man das Teil auch wirklich nur in einer Position wieder einsetzen kann. Mhm. Und dann muss man das irgendwie treffen. Oh je. Dazu wird der Schalter so gestellt, dass der Mitnehmer, also auf die Endstellung, dass der Mitnehmer hier drauf liegt, dass man den sieht, in dieser Nut. Mhm. Ja. Und dann geht's los. Eigentlich ganz einfach, funktioniert aber eigentlich nie auf Anhieb. Vorführeffekt. Das hat bei mir noch nie auf Anhieb funktioniert. Ich sollte das immer vor einer Kamera machen. Aber vor Kameras gebe ich auch immer mein Bestes, meine Höchstleistung. Jetzt wissen wir auch, warum du echt Pornodarsteller werden wolltest. Ja. Aber die weiblichen Darsteller sind immer abkauen. So, wenn man das geschafft hat, ich bin ja total verblüfft, ich bin völlig verwirrt. Ich habe das noch nie so schnell geschafft. Es wird nicht besser. Ich bin Erster. Das war jetzt der Money Shot sozusagen, wie man in Fachkreisen das dann nennt. Dann biegt man vorsichtig die Laschen mit der Zange wieder zu. Und voilà. Und Sie sehen, die Lampe leuchtet. Nein, noch nicht. Man wird die nächsten 20 Jahre keine Probleme mehr mit diesem Schalter haben.
Aber das Blöde ist, in 20 Jahren weiß ich nicht, ob das nur uns interessiert. Ja, vielleicht. In 20 Jahren, da sind wir im besten Alter. Da haben wir so viel Geld mit YouTube-Filmchen gemacht. Ah, stimmt. Da werden uns die Haseln auf dem Schoß hocken und uns alle Wünsche von den, wie auch immer, gearteten Lippen ablesen. Ja, aber dann werden wir keine Platinen mehr reparieren, wenn wir so reich sind. Nee, das lassen wir dann machen. Aber ja, da wissen ja die anderen, wie es geht, weil wir haben es ihnen ja jetzt gezeigt. So. Ich verschaffe uns mal ein bisschen Überblick. Nächster Punkt. Alles wieder rückgängig machen. Das erinnert mich an diese Bedienungsanweisung bei den PKWs beim Bund, wo es irgendwie hieß, nicht per PKWs, kann man das da so nennen, egal, zerlegen, da war irgendwas beim Motor, zerlegen darf nie zerlegt werden, zusammensetzen in der umgekehrten Reihenfolge wie das Zerlegen. Ja, genau so. Jetzt vielleicht ein bisschen Lötzinn da. Perfekt. Ist doch hoffentlich nicht sinnfrei. Nein, das ist nicht. Das ist garantiert bleihaltig. Super. Löten immer mit gutem Lötzinn, mit Flussmittelseele. Und also, Blei. Blei ist auch gut, schmilzt besser. Das ist wie mit E10 und super. Nie E10, immer super. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das Uncut lassen, ob ich dich dann ein bisschen schneller arbeiten lasse im Nachhinein. Aber schauen wir nochmal. Vielleicht, bis jetzt ist es ja noch ganz spannend, aber ich glaube, das Zusammenbauen, das macht man. Das Zusammenbauen, das kannst du im Fast-Forward-Modus machen, ja. Denke ich auch. Bevor uns die Einschlafquote dann so, steigt. Jetzt. Wir sind schon bei der zweiten halben Stunde bald, gell? Echt? Jojo. Also so ungefähr 50 Minuten haben wir jetzt. Das interessiert jetzt keinen, der zuguckt, aber uns. Du brauchst deswegen jetzt nicht schneller arbeiten. Wenn es mit dem Französisch nicht so klappt, muss man halt den Engländer nehmen. Ja. Jetzt wäre es wieder Zeit für die Werbepause. So. Lass mich raten, du musst die ganzen Leitungen wieder anlöten. Ja, den Reset-Taster. Und in der nächsten Folge sehen wir, wie Wolfgang feststellt, dass er einen Fehler gemacht hat, alles in der Lauch aufgeht und er wieder alles von vorne anfangen zu zerlegen. Und ihr müsst euch den ganzen Film nochmal von vorne angucken. So, das war das. Dann haben wir wieder die Schrauben. Die eine hier hinten hat eine Papierunterlegscheibe, weil da eine Leiterbahn so nah dran vorbeigeht, dass das sonst unter Umständen kurzschließend täte. Tja, das ist, wenn die Layout-Guidelines nicht existiert haben oder sich keiner dran gehalten hat. Genau. Ups. Ist nicht schlimm, ist nur Mikroelektronik. Ist natürlich ja auch alles ESD geschützt und so weiter. Ja, total. Ich habe also vorher tief eingeatmet, um mich nicht aufzuladen. Selbst die Akkus haben wir entladen vorher. Oh. So, das war einmal das. Und wieder ins Gehäuse einfädeln. Komm, steck ihn rein. Das schaffst du. Ja, ich schaff das. Das ist so der Moment, wo ich in meiner Ungeduld erst einmal versuchen würde, ob es funktioniert hat. Aber das geht jetzt bei dem Gerät natürlich gar nicht. Nee, das funktioniert eh nur zusammengebaut. Ja. Also man müsste die Schrauben nicht reindrehen, aber... Ja gut, das ist dann der wenigere Teil. Selbst wenn es jetzt Puff macht. Ist eh meine, ist nicht schlimm. Ja, aber die Qualmwolke. Aber hier können wir wenigstens dann die Fenster aufmachen. Und zum Durchzug, also... Ja, es ist aber halt wieder Fasching, aber da gibt es, glaube ich, eher einen Umzug als einen Durchzug. Das war jetzt wieder ein Sparwitz. So, hier war noch eins. Jetzt kommt gleich der Moment, wo eine Schraube übrig ist und wir das völlig ignorieren werden. Ich habe noch den Moment, wo ich noch eine Schraube habe, die da noch reingehört, aber ich sehe sie gerade nicht. Ich bin es eigentlich auch eher gewohnt, dass man mehr Schrauben hat als Löcher. Screw you. Naja, ich ignoriere das jetzt einfach mal. Ist egal. Alles gut. Manchmal muss halt auch eine Schraube locker sein. Solange sie im Gerät nicht rum... Stromversorgung, Ablenkung. Hatten wir genug Ablenkung? Eigentlich nicht. Das Einfädeln vom Lautsprecher ist ein bisschen frickelig. Ja, nimm mir nur das Licht weg. Alles gut. So bin ich das gewöhnt. Das war's. Wenn nachher die Hälfte nicht funktioniert, bist du schuld. Das waren einmal die ganzen Steckverbinder. Die eine Schraube hat sich irgendwo... Na, die mag mich halt nicht. Die finden wir nachher noch, weil die kann eigentlich nicht weit sein. Dann kommen wir noch zu dem Rest. Darf man nicht vergessen, sonst tut sich nämlich auch nichts und man schaut dumm aus der Wäsche. Man sollte dann doch irgendwie die ganzen Stromversorgungskabel wieder dran machen. Beim Trafo hat es zwei Möglichkeiten.
Die eine und die zweite, genau. Und die eine Möglichkeit wäre, dass man wirklich ganz sauber die Lötlöcher, wo die Kabel vorher drin waren, richtig schön putzt, weil man sie sonst nicht reinkriegt, diese blöden Kabel. Mhm. Oder einfach drauflöten. Oder einfach drauflöten. Wir nehmen jetzt mal aus Rücksicht auf unsere Zuschauer die zweite Möglichkeit. Da ist noch dieser Trick, was eher ganz neu ist, die Lötkolben, die direkt die Spitze heizen und nicht indirekt wie so einer oder wahrscheinlich vielleicht sogar noch einen, den du hast. Die modernen heizen ja direkt die Spitze und die sind dann halt noch sakrisch viel schneller im Wärmenachschub und so weiter. Die merken halt ganz schnell, dass es kalt wird. Ja. So, Dalle, sagt der Schwabe. Ich bin keiner, ich bin Bayer. Heilige Scheiße. So, und jetzt können wir endlich spielen. Jetzt, auch wenn eine Schraube fehlt, egal. Das sagen wir einfach keinem, dass die Schraube fehlt. Genau, das vergessen wir jetzt alle. Die Geschworenen nehmen die fehlende Schraube nicht zur Kenntnis. Ui, so. Hast du es jetzt? Ja, weißt du, ich bin ein bisschen langsam. Ich bin nicht bloß blöd, ich bin ein bisschen langsam. Ja. So, weil ich habe nämlich keine Kontrastkante im Moment. Ja, wir sind scharf. Okay. Sind wir, immer. Moment, ich halte mir die Ohren zu und du steckst ein. Also ich stecke jetzt mal ein. Es tut sich nichts. Das ist schön. So soll das auch sein. Man hört das typische Brummen der Vectrex. Das gehört so. Das liegt daran, dass die so blöd waren, dass sie den Audiokanal direkt neben dem neben der Hochspannungserzeugung haben. Oh mein, Fachkräfte. Jetzt muss ich aber reinzoomen, weil sonst kann man die Schönheit von dem Gerät gar nicht. Das heißt, der brummt aber immer. Der brummt immer. Es gibt ein Anti-Brumm-Kit, baue ich auch zuweilen ein. Man kann einen separaten Verstärker nehmen, dann brummt gar nichts mehr. Also es sieht ja aus wie ein normales Spiel. Aber wenn ich das jetzt mal ganz hell drehe, sieht man, wie es erzeugt wird. Das ist auch sehr interessant. Also ich finde. Warte mal, ich mache mal das Licht auf der anderen Seite noch aus. Das hat jetzt echt was geholfen. Mach mal das Licht da aus. Na, ich mache jetzt mal das Licht aus. Ah, gut. Also das sieht ja schon mal toll aus, gell? Und wenn man das jetzt ganz hell macht, war die falsche Richtung. Vielleicht sieht man das auf der Kamera. Dann sieht man, wie der Elektronenstrahl auf dem Bildschirm langfährt. Jetzt, ja, das müsst man sehen. Da sieht man jetzt den Rücklauf hier, ne? Das, was jetzt hier so sternförmig ist. Ne? Die Sterne kehren rein. Der fährt immer aus der Mitte zu dem Objekt, was er malt, malt es in langsam und fährt dann ganz schnell wieder zurück. Und jetzt schafft er die Dunkeltastung nicht, aus irgendwelchen Gründen? Na, ich habe mir jetzt so hell gedreht, dass der Strahl überall Licht erzeugt. Mhm, okay. Und wenn man das halt wieder ein bisschen runterdreht, damit man den Bildschirm nicht kaputt macht, dann sieht es normal aus. Der Ruhepunkt ist auf jeden Fall immer genau in der Mitte. Und von der Mitte aus werden dann alle Objekte gezeichnet. Na, ist schon scharf, das Zeigel da. Also. Und wenn man das jetzt spielt? Play it again, Sam. Eigentlich könnte ich die Lampe könnte ich vielleicht anmachen. Ja, die blendet nicht. Das sieht schon wieder irgendwie gar nicht so alt aus wie manche anderen von den Pixel-Grafik-Spielen. Der Einzige, der hier alt aussieht, bin ich, wenn ich spiele, weil ich jetzt blöd zum Spielen bin. Das ist aber völlig egal, also mir jedenfalls. Ja. Ich spiele es lieber erst gar nicht, weil... Und die Texte, die sind dann, werden dann irgendwo doch aus dem Vektorspeicher geholt, oder? Da ist ein Speicher drin, der hat die Fonts abgespeichert. Da gibt es dann in dem ROM, was man vorhin gesehen hat, auch Routinen, um einfach irgendwo einen Text an irgendeine Stelle zu schreiben. Okay. Also ich glaube, das kürzen wir jetzt an der Stelle ab, weil was man sieht, hat funktioniert und man sieht, wie das aussieht. Weil wir werden jetzt wahrscheinlich den Rest von der Nacht mit dem Ding da spielen. Macht irre. Ach ja, das ist übrigens das eine Spiel. Und wenn man das mal ausmacht und die Cartridge reinschiebt. Ach, ja. Und jetzt kommt Pac-Man. Da kommt ein weiteres bekanntes Spiel aus der Arcade-Reihe. Also das Brummen, das ist das Einzige, was mir nerven wird. Ach du Schande. Okay, das ist halt ein Horizontalscroller. Das Witzige ist, auf der Kamera flimmert es wahrscheinlich mehr, als es in der Realität flimmert. Ja. Da flimmert es zwar auch aber schon. Die Realität flimmert auch schon ganz gewaltig. Also es flimmert, hätte ich mal gesagt, irgendwas so, was weiß ich, 30, 40 Hertz, so knapp an der Grenze von dem, wo ich es flimmern sehe.
Aber dass das so doch mit relativ leichter Technik geht. Das ist ein total popliger 8-Bit-Mikrocontroller, 1 Kilobyte Speicher, RAM, 4 Kilobyte Programmkassette. Kilobyte, da muss ich immer dazu sagen, Kilobyte. Kilobyte, das ist das. 1000 Kilobyte sind ein Megabyte, 1000 Megabyte sind Gigabyte und 1000 Gigabyte sind Terabyte. Und eine Terabyte-Platte haben wir hier irgendwo rumliegen. Ne? Also es ist unglaublich. Das ist wahrscheinlich nicht mal der Tastaturpuffer, was heutige Computer haben, was in dem Ding da der Hauptspeicher ist. Also es ist schon Rattenschaft. Wenn man genau hinguckt, sieht man ein bisschen, denke ich mal, dass das Bild ein kleines bisschen unstabil ist, wenn viel drauf ist. Ne? Ja. Dass wie wenn Hochspannung dann ein bisschen... Es flimmert dann stärker. Ja, aber auch das... Vielleicht, dass es leicht bewegt, dass wenn Hochspannungsstabilisierung oder die Ablenkstabilisierung nicht. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass er dann mit dem Malen nicht mehr hinterherkommt. Okay. Also wenn er zu viele Objekte drauf hat, muss er ja erstmal für jedes einzelne Bild in alle Richtungen fahren. Und erst wenn er fertig ist, kann er das nächste Bild malen. Also sonst, es gab es ja früher beim Fernseher, wenn du helle Sequenzen hast, ist irgendeine Spannung leicht zusammengebrochen und so weiter. Okay. Ich glaube. Dann schrauben wir noch den Deckel zu. Also das kannst du jetzt mal allein machen, weil ich glaube, das will jetzt keiner mehr sehen. Nö, aber ich habe noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Wir wollen euch ja nicht alle so... Wir machen einen zweiten Teil. Wir machen jetzt einfach weiter, aber der Frechheit halber machen wir jetzt hier einen Interruptus und das nächste Video gibt es dann irgendwann demnächst. Aber wir machen jetzt einfach so weiter. Das kriegt ihr jetzt bloß nicht mit. Also für euch bis zum nächsten Mal und... ist doch egal. Servus. Servus.